Christus ist auferstanden. Hä? Was soll denn das? Wie, was soll denn das? Was sagst du da? Ja, ich sag's doch. Christus ist auferstanden. Willst du nicht antworten? Nee, wie antworten? Kennst du das nicht? Christus ist auferstanden. Nee, ich verstehe nicht. Muss ich dir das jetzt doch erklären? Ja, bitte, was heißt das? Jesus, dass Jesus auferstanden ist, das weißt du doch. Ah, ja, aber wieso sagst du das so laut? Kinder, das muss ich jetzt Jack erklären. Heute ist Ostern. Heute ist Ostersonntag. Ja, Jesus ist auferstanden. Und wieso sagst du das so laut? Das ist halt so. So begrüßen sich die Christen zu Ostern immer. Der eine sagt, Christus ist auferstanden, und der andere sagt. Was? Wahrhaftig auferstanden. Wie? Wahrhaftig auferstanden? Genau. Ich sage, Christus ist auferstanden, und du sagst. Was? Wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig auferstanden? Wahrhaftig auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Genau, versuchen wir es nochmal. Also, Christus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Super, hat doch geklappt. So begrüßen sich die Christen zu Ostern traditionell. Ah. Wieso denn das? Naja, weil wir uns darüber freuen, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt und dass er die Macht des Todes und die Macht der Sünde besiegt hat. Ach so, und deswegen begrüßt man sich so. Genau, deswegen begrüßt man sich so. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Naja, ich dachte, jetzt erzähle ich kurz, was am Ostersonntag passiert ist, am frühen Morgen. Wie, was ist denn da passiert? Jesus ist von den Toten auferstanden, das ist passiert. Ja, aber da ist noch mehr passiert. Nie mehr passiert. Pass auf, da waren ein paar Frauen. Ja. Die gingen zum Grab von Jesus. Und das war leer? Ja, das war leer. Aber sie wussten das nicht. Wie? Sie wussten das nicht? Naja, sie wussten das nicht. Ich habe doch gestern erzählt. Keiner von den Jüngern hatte wirklich geglaubt, dass Jesus tatsächlich aufersteht. Und wieso waren sie dann zum Grab unterwegs? Naja, sie hatten den am Freitagabend dahingelegt, mal schnell gesalbt. Wie gesalbt? Und man hat die Toten gesalbt mit so einer extra Salbe. Und damit sie gut riechen, und dann hat man sie eingewickelt in Bandagen. Oh. Und jetzt wollten sie es aber richtig machen, weil sie sich am Freitag beeilen mussten. Wieso mussten sie sich beeilen? Ich habe doch gestern gesagt, der Samstag war ein Sabbat, da haben die Juden nicht gearbeitet. Ah, und jetzt sonntags dürfen sie arbeiten? Naja, für die Juden ist Sonntag ein ganz normaler Tag. Wir haben Sonntag als Feiertag, und die Juden, für die ist das ein normaler Tag. Ah. Ja, und dann? Naja, dann kommen sie da hin und sehen, oh, das Grab ist leer. Was ist jetzt passiert? Und dann sind sie weggelaufen. Nein, dann war ein Engel da, der hat gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Da haben die sich bestimmt erschreckt. die haben bestimmt einen Schrecken gekriegt. Aber sie haben erkannt, das ist ein Engel. Oh, und jetzt? Was sagten sie dann? Dann hat der Engel denen gesagt, ja, ihr geht und sagt das den Jüngern, ja, Jesus ist auferstanden. Oh, und dann sind sie losgegangen. Dann sind sie losgegangen. Nur eine Frau, die war so ein bisschen langsamer unterwegs. Wieso denn das? Naja, sie war traurig. Wieso war sie traurig? Sie weiß doch, Jesus ist auferstanden. Ja, aber sie hat wahrscheinlich auch noch nicht ganz geglaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dachte, jemand hat Jesu Leichnam geklaut. Geklaut? Dann hat sie sich dahingesetzt und geweint. Oh, das ist traurig. Ja, aber Jesus kam dann zu ihr. Was hat er dann gesagt? Der hat gesagt, Maria. Oh, warte, Maria, das ist doch die Mutter von Jesus. Nein, diese Maria war nicht die Mutter von Jesus. Aber die Mutter von Jesus heißt doch auch Maria. Ja, die war auch da, die war bestimmt dabei, aber es gab damals viele Frauen, die Maria hießen. Wie viele Frauen, die Maria hießen? Naja, so wie heutzutage bei uns in der Kirche jeder Peter oder Jakob oder Andreas heißt, ne? So haben damals ganz viele Frauen Maria geheißen. Oh, okay. Es gab ganz viele Marias in der Bibel, musst du mal genau lesen. Es gibt mehr als nur eine, mehr als zwei sogar. Oh. Auf jeden Fall, die war ganz traurig, hat geweint. Und dann? Und dann kam Jesus zu ihr. Was hat er denn gemacht?
Und er hat gesagt, Maria. Und dann? Die Maria, die hat so verweinte Augen, die hat gar nicht erkannt, dass das Jesus ist. Ja, hat sie dann weiter geweint. Natürliches Mädchen. Du wärst auch traurig, wenn jemand, den du liebst, weg wäre. Oh, wie? Jemand, den ich liebe? Naja, das ist die Maria, die hat Jesus von 7 Dämonen befreit. Ja? Sie war besessen und Jesus hat sie freigemacht und jetzt ist sie Jesus gefolgt. Wie? Ja, sie ist Jesus gefolgt? Mhm. Sie hat Jesus immer gedient, hat für ihn gekocht, wahrscheinlich auch die Wäsche gewaschen und immer da. Und sie hat sich gefreut, ja, der mich freigemacht hat, der will jetzt, der freut sich darüber, dass ich dabei bin und ihm helfe. Ja, der würde mich auch freuen, wenn jemand mir hilft und ich dann ein guter Freund sein kann und dann immer dabei sein kann. Mhm. Und sie hat sich auch so gefreut. Und deswegen war sie total traurig, als Jesus gekreuzigt wurde. Ach so. Hm. Und deswegen hat sie so geweint. Deswegen hat sie so geweint, nicht weil sie ein Mädchen war. Oh. Ja. Und dann, was ist dann passiert? Dann hat sie ihn bestimmt erkannt. Nee, hat sie nicht. Ne? Sie dachte, das ist der Gärtner. Wie der Gärtner? Na, das war das Grab, das war in so einem Felsen. Und das war in einem großen Garten, da waren mehrere Gräber und da war ein Gärtner, der sich um die Pflanzen auf dem Friedhof gekümmert hat. Ach so. Mhm. Und sie dachte, das wäre der Gärtner und fragt dann, ach Gärtner, sag mir doch, wo haben Sie den Leichnam von Jesus hingebracht? Ja, du lachst jetzt drüber, aber sie dachte, jemand hat die Leiche von Jesus gestohlen und weggebracht. Und jetzt wollte sie natürlich wissen, wohin. Und dann? Na ja, dann hier ist nochmal gesagt, Maria. Und dann hat sie ihn erkannt. Dann hat sie ihn erkannt und hat sich super gefreut, dass Jesus lebt. Und dann, was ist dann passiert? Na ja, dann hat Jesus gesagt, jetzt geh und sag meinen Jüngern, dass ich lebe, dass ich auferstanden bin. Oh, das ist ja gut. Das ist gut. Und das feiern wir bis heute, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, und nun? Wie und nun? Was heißt das denn, dass er von den Toten auferstanden ist? Ja, das heißt, wir werden auch von den Toten auferstehen, eines Tages. Wann eines Tages? Wenn er wiederkommen wird und uns alle heimholen wird zu sich in den Himmel. Oh. Jesus hat gesagt, er hat viele Wohnungen in seines Vaters Haus und das Vaters Haus ist im Himmel. Und dahin wird er uns holen. Alle? Alle. Auch die, die schon lange gestorben sind? Auch die, die schon lange gestorben sind. Ah, oh, das ist gut. Dann werden wir endlich bei Jesus sein. Und weißt du, was das noch heißt, dass er auferstanden ist von den Toten? Nee, was denn noch? Er hat die Macht des Todes besiegt. Aha. Siehst du, er wird eines Tages alle Toten zum Leben auferstehen lassen. Oh, alle? Und dann werden alle im Himmel sein? Nee. Wie nie? Jesus wird doch alle auferstehen lassen. Ja, aber nur die, die an ihn glauben und die Jesus im Herzen haben, die werden bei ihm im Himmel sein. Und der Rest? Der Rest nicht. Oh, wie schade. Ja, das wäre sehr schade. Aber wir dürfen uns darüber freuen. Wir haben jetzt die Gelegenheit zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Retter bist und komm in mein Herz und sei du der Bestimmer über mein Leben. So einfach ist das. So einfach ist das. Und deswegen feiern wir Ostern. Jesus ist auferstanden, hat die Macht des Todes und die Macht der Sünde besiegt. Und wir dürfen froh sein, dass jetzt alles gut werden kann. Und jeder kann ganz einfach zu Gott kommen. Ganz einfach. Ja, wir haben ja die letzten Tage von Noah gehört, wie der geopfert hat. Und Abel, der auch geopfert hat. Das müssen wir heute nicht machen. Nee. Nein. Damals mussten die Juden immer zum Tempel gehen und opfern für alles Schlechte, was sie gemacht haben. Wenn sie mal irgendwo gestohlen haben oder irgendwo ungerecht waren, dann mussten sie zum Tempel gehen und ein Opfer bringen, zum Beispiel eine Taube oder ein Schaf. Und dann war alles wieder gut. Und das ist heute nicht so? Nee, das ist heute nicht so. Das ist doch gut, ne? Wir müssen keine Tiere umbringen. Wir können einfach zu Jesus kommen. Wie zu Jesus kommen? Naja, wir dürfen beten und sagen, Herr Jesus, vergib mir, dass ich gestohlen habe. Herr Jesus, vergib mir, dass ich gelogen habe oder vergib mir, dass ich meinen Eltern ungehorsam war. Oh, so einfach ist das. So einfach ist das. Wir müssen gar nichts Kompliziertes tun. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ne?
Das ist sehr leicht und das kann jeder tun. Jeder, der an Jesus glaubt und der ihm vertraut. Ja, dann solltet ihr das auch tun. Gut, dann geht's demnächst weiter. Liebe Kinder, ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Eiersuche oder was ihr auch noch gefunden habt. Viel Spaß, ärgert eure Eltern nicht zu sehr und bis zur nächsten Folge. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Und jetzt? Jetzt muss ich das ausmachen. Dann musst du da hingehen. Du sitzt hier aber. Vielleicht sollte ich jetzt aufstehen. Mach das. Du musst erst Sport machen. Ja, ich weiß.